Januar 2022 wurde zum ersten Mal einem Menschen ein Schweineherz eingepflanzt. Auch wenn es anfangs gut lief, starb der Patient 2 Monate später. Was ist da passiert und was bedeutet das für die Wissenschaft? Das erkläre ich dir jetzt. Der 58-jährige David Bennett hatte keine Aussicht auf ein menschliches Spenderherz. Und so wurde ihm Anfang des Jahres stattdessen ein Schweineherz eingepflanzt. Dieses wurde mithilfe der sogenannten CRISPR-Cas-Methode modifiziert, so dass ein menschlicher Körper es annehmen konnte. Dabei wurden 3 Schweinegene eliminiert und 6 Menschengene hinzugefügt. Genau das ist auch der Zweck der CRISPR-Cas-Methode, DNA gezielt zu schneiden und zu verändern. Bennetts Körper nahm das Ganze anfangs ziemlich gut an. Er konnte wenige Tage danach sogar schon Zeit mit seiner Familie verbringen. Aber sein Zustand verschlimmerte sich einige Tage vor seinem Tod. Die genaue Todesursache wollte das Krankenhaus nicht veröffentlichen. Aber wie stehst du zum Thema Gentechnik und Tiere als Spender für menschliche Organe zu verwenden? Ist das Tierquälerei oder die Zukunft? Schreib mir am besten jetzt einen Kommentar und folg mir für mehr.